herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Der Herbert kocht. Heute machen wir miteinander eine Nougat-Schnitte. In erster Linie stelle ich mir mal ein heißes Wasser zu, gebe eine Schüssel drauf, nehme meine Schokolade, dunkle Schokolade, füge noch die Butter dazu und lasse diese Schokolade und die Butter langsam über Wasserdampf zerfließen. In der Zwischenzeit nehme ich mir die Eier zur Hand und kehre diese ab. Also ich teile Eigelb und Eiweiß. Ist dies geschehen, gebe ich einen Teil meines Kristallzuckers zu den Eidotern dazu. Weiters das Kakaopulver und den Vanillezucker. Wird gut verrührt. Eine Prise Salz. Und noch dazu hinein. Nun beginne ich auch meinen Schnee zu schlagen. Ja, ich glaube, der hat jetzt eine richtige Festigkeit. So, auch die Schokolade und die Butter ist inzwischen zergangen. Sollte nicht zu heiß sein, also ein bisschen kühler werden lassen. Dann mit den Eidotern und Zucker gut vermischen. Ich habe heute ein Rezept gewählt, das ohne Mehl gebacken wird. Ein Backblech mit Backpapier haben wir bereits einmal vorbereitet. Schneide ich an der Seite ein. Dann wird Eiweiß mit der Schokoladenmasse vermischt. Und auf dem Backblech verteilt. Gut verstrichen. Und im Backofen bei 180 Grad mittlere Schiene gebacken. Phase 2 habe ich jetzt Obers in einen Topf gegeben. Und gebe nun meine Nougat-Schokolade dazu hinein. Lass das einmal aufkochen und dann werde ich das Ganze kalt rühren. So, schaut schon gut aus, ist schon gut zerflossen. Einmal aufkochen lassen, wie gesagt, und dann kalt rühren. Rum kommt erst zum Schluss hinein, wenn die Creme kalt gerührt worden ist. Leere das nun in einen Rührkessel und diese werden wir jetzt kalt rühren. Das dauert natürlich seine Zeit. Am besten ist, dies an einem kalten Platz zu managen. Das dauert natürlich seine Zeit, bis dass die Creme kühl ist und cremig sein wird. Die Masse schon sehr cremig ist, dann können wir unseren Rum dazulegen. Wenn dann diese Creme so ausschaut, dann ist sie fertig und streichfähig. Ja, inzwischen ist auch schon unser Boden fertig. Ja,
Den nehmen wir jetzt einmal raus, stellen auch diesen jetzt kühl. Ist dann alles gut gekühlt, drehen wir unsere Schnecke mal um. Lösen diese vom Papier. Schneiden sie an den Rändern so. Das brauche ich dann für die Bundschnitte. Teile mir diese in drei Teile. Ja, da sind ein paar Nester drinnen, macht aber nichts. Sieht man dann nicht mehr. Und rühre ich die Creme noch einmal durch. Streiche diese nun auf meine Schnitte. Und setze ich die Teile zusammen. Eine Verzierung kann nicht schaden. Etwas Schokolade reiben, diese dann über die Schnitte streuen. So, nach 2-3 Stunden im Tiefkühler werde ich die Schnitte mal anschneiden. Nun wünsche ich euch ein gutes Gelingen beim Nachmachen dieser Köstlichkeit. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder.